Hallo, ich schreibe Ihnen, da ich gerne eine neue Wand in unserem Haus bauen lassen möchte. Meine Tochter ist schon 3 und ich denke, dass dies der Zeitpunkt ist, dass sie ein eigenes Zimmer bekommen sollte. Teilen Sie bitte das Schlafzimmer in 2 Zimmer. Beide Räume sollten auch eine Tür zum Flur haben. In das Zimmer der Tochter bitte ein neues Bett reinstellen und das alte Kinderbett verkaufen. Viele Grüße von Thomas. So, okay, vom Kotzen und so. Ja, ja. Yo, Tommy, du alte Gesichtsgrätsche, danke, dass du dich gemeldet hast. Jo, offensichtlich soll in deiner Wand mal jemand richtig einen reinhämmern und deswegen sehe ich mich auf jeden Fall als Richtigen dafür. Also, meine Freunde, heute wird jemand weggezimmert, denn ich bin Kartüte Kalle Kuschinski und ich pimp dein Haus, Alter. Yo, du wärst gern ein Player, doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher, der Junge pimpt dein Haus. Damn right. Hallo! So, gehen wir mal rein. Irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, wir dürfen immer einfach in die Hütte rein. Gibt gar keine Klingel oder so. Kann man hier klopfen oder gegentreten oder irgendwas? Nee. Oh, wir können hier wieder mal Sachen verkaufen. Was? So, gehen wir mal rein. Ja, das ist wenigstens nicht so eine Drecksbude wie sonst immer. Ah ja, das ist hier der Wohnküchenbereich oder so. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum die hier ein Sofa gegenüber von der Küche haben. Ah, da gibt es einen Keller. Die haben einen Keller. Geil. Das haben wir ja noch gar nicht gesehen. Gucken wir mal weiter, was ist hier? Hä? Was ist das für ein Raum? Das ist Platzverschwendung. Okay, wir sollen hier Sachen entfernen. Kinderbett. Können wir das verkaufen? Yo, jetzt haben wir endlich mal was verkauft, ey. Geil. Gegenstand anbringen. Bett, Grille. Mach das Bett. Wieso soll ich das Bett hier machen? Wie minus 1,17. Wo soll ich jetzt die Wand wegmachen? Wände bauen, Stürze bauen, abreißen. Heute holen wir mal den Hammer raus. Heute wird mal richtig weggehämmert hier, der Scheiße. Aber oben auf der Map wird, glaube ich, sogar angezeigt, wo die Wand gezogen werden soll. Das bedeutet, hier sollen wir eine Wand ziehen. Ah, nee, hier bei dem. Ja, bei diesem roten Ding. Dann würde ich sagen, hör mal, wer da hämmert. Oh, geil. Weiter. Weiter. Bam. Alter, das knallt richtig. Alter, das knallt ja richtig, die Luzi. Neue Fertigkeit verfügbar. Ehre. So, Zerstörung. Leidenschaftlicher Hammerer. Schnelleres Abreißen. Stehlender Trizeps. Leistung gesteigert. Gutes Equipment. Verbesserter Hammer. Profihammer. Großer Profihammer. Ja, wir wollen ja eigentlich immer so auf Verbesserungen der Geräte gehen, weil stehlender Trizeps... Nee, wo ist denn der? Hier irgendwo, ne? Haben wir ja eh schon. Verbessern wir mal den Hammer erstmal. Oh, der sieht aber nicht so gut aus. Boah. Boah, der knallt aber ordentlich rein. Geil, jetzt haben wir hier schön eine Wand weggehauen. Geiler Dorsch, ja, finde ich gut. So, wir haben jetzt alleine schon dadurch, dass wir hier die Wand weggezischt haben, haben wir hier natürlich schon ordentlich Geld gemacht. Das sind mittlerweile 11.30 Uhr Grad. Das sind hier um 11.30 Uhr mittlerweile schon 33 Grad. Und ich habe eine Perücke auf! Jetzt müssen wir hier die Wand irgendwie ziehen. Wie machen wir das denn? Wand bauen. Ach, das geht ja easy. Guck mal hier, zack, da hast du eine... Ach so. Müssen wir gedrückt halten. Wand. Wand. Ich bin falsch! Ach nö! Warum? Ach nö! Oh nee, du. Ich will noch umbauen. Scheiße! Seht ihr mal, hier oben auf der Map. Ich habe mich da ein bisschen vermalt. Mann, das fällt doch nicht auf. Da holen wir nochmal den Hammer raus. Scheiße. Präzise. Ja, bei der Aller-Ultras GmbH, da wird natürlich nicht gefuscht. Da wird nicht gefuscht. Wie verwirrend ist das bitte? Wieso malen die das rot an? Da denkt doch jeder normale Zimmermann, auch ein Kalle Kuschinski, dass er da die Wand hinmachen soll. Thomas, das ist scheiße. Sorry, Thomas, aber das ist scheiße. Das ziehen wir dir ab. Jetzt haben wir es richtig. Jetzt geht auch die Nummer da hoch, der modifizierten Wände. Hat er mich nicht nochmal eben schon gewundert, Alter? Wird jetzt ein bisschen eng hier, Luise, mit eurem Schlafzimmer. Ist natürlich auch wichtig, ne? Damit die da schön pimpern können, muss eine Wand her. Thomas will wahrscheinlich noch ein zweites Gehör wegmachen. Ne? Also seine alte eher wegmachen. Naja, egal. Schon wieder neue Fertigkeit. Also der Lachs lebt auch hier weiterhin sehr, sehr gut. Oh, jetzt haben wir auch einen Bauen! Schnelles Bauen, baue schnell um 50%. Freimaurer, die erbaute Wand ist sofort gestrichen. Ein Mann-Team, du kannst 3 Wände gleichzeitig bauen. Okay, das finde ich krass. Also was man bei diesem Spiel alles skillen kann, das ist ja unnormal belohnt. Also wirklich. So, jetzt baue ich mal eine Wand. Hä? Ey, das Spiel verarscht mich. Ich habe gesagt, 3 Wände gleichzeitig. Der macht das doch gar nicht. Was soll das? Das Betrug ist das. Thomas, das Betrug.
soll jetzt hier immer noch ein Kinderbett hinstellen? Aber erstmal müssen wir doch die Wand streichen, denke ich mir so. Das heißt, wir holen uns mal eben Portfarbe. Ah, hier, zartes Kakao ist doch genau das Richtige für das Mädchen. Hier steht jetzt zartes Kakao. Andere würden sagen, Scheiße. So, dann schmieren wir die Kacke direkt mal an die Wand. So, das macht jetzt natürlich ein bisschen betroffen, aber gut. So, jetzt sollen wir noch ein Grillebett kaufen. Das machen wir nochmal eben. Das muss natürlich auch in Kacke sein. Ich hätte das Bett gerne einmal in Scheiße. Alles in Kacke. So, zack, haben wir gekauft. Oh, das hat das Konto richtig nach oben getrieben. Schön, schön, schön. Das passt hier natürlich jetzt nicht mehr so gut rein. Ich hätte noch ein Accessoire. Hier, kriegst du noch ein Glas saure Gurken. Geht aufs Haus. So, montiere die Geräte. Küchentische. Aufgabe montieren. Was denn für Geräte? Ah, bestimmt die Steckdose. Die ist bestimmt kaputt. Ja, ja, ja. Ich bin ein Fuchs, ne? Bin ein Fuchs, ich hab's genau gesehen. Sag, Schraube raus. Wie ging das nochmal? Sehr genau, Abdeckung abnehmen. Was soll ich hier machen? Achso, die Schrauben, ja klar. Schön festschrauben direkt, ne? Dann die Erdung, ist nicht verkehrt, Alter. Neue Abdeckung drüber. Zack, nochmal $600 gemacht, ne? So, jetzt haben wir hier theoretisch alles fertig. Aber der Keller, den muss ich mir nochmal kurz vorknüpfen. Also Thomas, ich habe mir deinen Keller ja vorhin mal kurz angeguckt. Und ich glaube, du hast auch Bedürfnisse, was den Keller angeht. Und ich will dir natürlich gerne behilflich sein. Ich will da natürlich gerne auch ein bisschen in meinen Charme spielen lassen, sage ich jetzt einfach mal. Ein Familienleben ist hart, man hat eine Tochter, die wird immer größer. Irgendwann kommen die Jungs und wollen da auch mal ran. Deine Frau ist irgendwann deprimiert und hat keinen Bock mehr zu ballern. Deswegen machen wir den so kleinen Männerkeller hier, Alter. Kannst du mal deine Jungs ab und zu einladen und mal ein Bierchen zischen? Problem ist jetzt, wir kriegen die Waschmaschine nicht abmontiert. Was wir auf jeden Fall machen ist, wir tragen mal die ganze Scheiße hier raus. Ihr könnt euch ja hier schön was hinstellen. Es sieht jetzt nicht so geil aus, aber du wirst eh keine Zeit mehr im Schlafzimmer verbringen. Die Zeit ist vorbei, Thomas. Die Zeit ist vorbei. Schlafzimmer ist nur noch zum Pennen da, wenn überhaupt. Irgendwann schläfst du ja eh nur noch auf der Couch. Oh, wir können es auch noch draußen stellen. Das ist gut. Ratata. Da. Denser Fahrer, Denser. Ich mach mir ein Fenster. Also ist mir scheißegal, wie euer Garten aussieht. Das ist nicht mein Ressort heute. Ich meine, wir können doch mal wieder einen Garten aufmotzen. Gar keine Frage. Aber heute geht's hier erstmal in den Partykeller. In den Partykeller. Irre. Jetzt frage ich mich natürlich, kann ich hier noch weitere Wände weghauen? Oh nee, das Fundament, ne? Schade, dass ich diese Waschmaschine nicht wegstellen kann. Das triggert mich. So, was will man natürlich haben, wenn man hier in diesen Keller kommt? Man will sofort abgeholt werden. Das bedeutet, du müsst die Tür aufmachen. Man muss sofort im Paradies sein. Das muss ein Ort der Erholung werden. Das heißt, wir streichen hier erstmal. Thomas, du kriegst von mir die feurige Orange, denn in dem Laden hier soll gesoffen werden. Ich sag's, wie es ist. So, dann nehmen wir mal gleich den Wischer in der Hand, ziehen auf und dann wird gestrichen. Gerüste? Wenn du etwas nicht erreichen kannst, kannst du kleiner Leiter oder einen von zwei Gerüsttypen verwenden. Ich hätte gerne einen kleiner Leiter. Und bei Cooking Simulator fragen mich die Leute, warum ich nicht auf Deutsch spiele. In der letzten Folge hat jemand in den Kommentaren übrigens so eine kleine Kassenberichtsanzeige gemacht, Alter. Also Ausgaben gegen Einnahmen aufgestellt. Fand ich ganz gut. Vielleicht kann das ja jemand wieder machen. So, fürs Protokoll, wir haben jetzt hier anderthalb Pötte Farbe an die Wand geschmiert. Das sieht auch schon gleich, da hat man doch direkt Bock, hier noch was einzubauen. Und das kommt jetzt. Was mich bei den Lampen jetzt beispielsweise immer interessiert, gibt es hier auch farbliches Licht? Ah, das Ding ist, wir haben hier gar keinen Lichtschalter, glaube ich, ne? Haben wir hier unten einen Lichtschalter? Lichtschalter. Bedeutet, man kommt hier rein und kann erstmal gleich anklickern. Wenn ich jetzt hier eine Lampe hinbaue, geht das Licht dann an oder nicht? Ehre. Wieso geht das Licht aus? Wo ist die? Hallo? Wenn ich sage, du machst Licht, dann machst du Licht. Dann machen wir die da. Also, ist hier kein Strom in der Wand, oder was? Hä, willst du mich verarschen? Ich sehe mich ja schon wieder bei den Halogenen, ne? Die Halogenen, die haben es mir angetan. Zack, 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 zack. Also, sorry, aber das sieht schon sehr geil aus jetzt, muss ich sagen. Da muss ich auch mal sagen, Kalle, du hast das Auge dafür. Der Lachs läuft hier komplett rein in die Decke. So, und jetzt müssen wir natürlich Utensilien schaffen, ne? Hier muss natürlich ein Kühlschrank ran, ist ganz klar. Da muss ja fleißig Bier, der Bierfluss muss ja laufen. Das muss ja ein Ozean, muss das schon fast sein, du. Wir buttern heute noch mal ein bisschen mehr Geld rein, weil der Thomas, der tut mir ein bisschen leid. Ich weiß, es ist nicht so ganz wirtschaftlich, aber wir müssen dem hier mal was Gutes tun. Deswegen kriegst du hier brand new Fernseher, Alter. Darunter gibt's dann gleich drei Premium-Fabrollen, ne, zum Preis von einem, sozusagen. Ja, für mich nicht, aber ich mach das für dich. Du kriegst hier noch Boombastic, Fantastic, richtig geile Lautsprecher an der Wand. An der Wand geht nicht, aber wir stellen die hier rein. Kriegst du einen hin. Ja, muss so jetzt erstmal lang. Sorry, aber der Keller ist natürlich. Ich kann ja nur mit dem arbeiten, was ich hab. Und dann kannst du dir hier schön slawische Popmusik anhören. Verstehst du, wie ich meine?
unnormal belohnt. So, dann brauchst du natürlich noch einen kleinen Tisch. So, gib noch einen kleinen Tisch dazu. Dazu packen wir natürlich Konsole, alles rüber, ne? DVD-Player, Fabroller hast du schon. Frage ist, bist du eher so der Bruschi-Typ oder bist du mehr so der Fetz-Typ? Bei dir soll es mehr fetzen, oder? Ist direkt auch ein multifunktionelles Gerät, weil damit kannst du natürlich auch dann alles abspielen, ne? So, gib einfach noch einen weiteren Tisch für dich. Warum? Ist doch ganz klar. Also, es sieht doch jetzt jeder blinder Fisch, oder was? Hier soll natürlich Bierpong gespielt werden, ist doch ganz klar. Das sieht jetzt aus, als wären es Wasserflaschen. Ich habe das aber umgefüllt. Da sind jeweils 1,5 Liter Wodka E drin. Reicht für einen spaßigen Abend. Sag ich, wie es ist. Hab jetzt hier noch so eine kleine Spiegelwand mit eingebaut. Oh, da ist doch irgendwas schief. Da sehe ich doch von hier. Der eine ist nicht weit rechts genug. Kleine Spiegelwand noch dazu. Dann wirkt der Raum ein bisschen größer, ne? Und falls hier auch wirklich mal gewaschen werden muss, gibt's noch einen Wäschekorb oben drauf. So, ich würde sagen, das Vorher-Nachher-Bild kann sich hier auf jeden Fall wieder sehen lassen, ne? Haben jetzt hier nochmal schön Männerkeller eingerichtet. Und ich würde sagen, you officially have been pimped. Alla. Thomas, wenn du sonst noch was brauchst, ruf mich an, ne? Hast ja meine Nummer, Kartude Kalle Kuschinski. Ansonsten lass gerne ein Abo da und hau da rein. Tschüss.